Darüber gleich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Holger Kronberg. Aber vorher noch einmal ein paar Zwischentöne, die wir uns anhören sollten. Wir haben mitbekommen, dass von einigen Abgeordneten, so mutmaßen wir einfach mal, ein bisschen was durchgestochen wurde die letzten ein, zwei Tage, was nicht der Fall sein sollte. Nachdem wir uns da in der Fraktion drüber verständigt haben, war das Stillschweigen vereinbart. Und ich persönlich habe aufgrund einer langen Diskussion auch zu meiner Aschermittwochsrede für mich die Schlussfolgerungen gezogen, dass der Druck, der dort auch von der Presse natürlich aufgebaut wurde, Sie wissen, zum Schluss kam auch sogar noch dazu Erwähnungen, Beobachtungen, Verfassungsschutz, ja, nein und so weiter, dass ich gesagt habe, gut, diesen Druck möchte ich gerne von der Fraktion und von der Partei nehmen. Ich persönlich bin ganz klar der Meinung, dass meine Aschermittwochsrede keinen Anlass gibt für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Das wird auch so nicht kommen. Aber es gibt eben Mitglieder, die doch etwas verschreckt sind, ein bisschen Angst bekommen. Und denen will ich auch zeigen, Leute, dass, wenn das so wahrgenommen wird, trete ich da auch einen Schritt zurück. Da habe ich kein Problem damit. So habe ich es vorige Woche dem Vorstand erklärt. Der Vorstand der Fraktion bat mich dann auch, Herr Pockenburg, können Sie sich aber vorstellen, weiter im Vorstand an anderer Position, beispielsweise einer der Stellvertreter mitzuarbeiten, habe ich mir gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Natürlich müsste ich dazu auch von den Fraktionsmitgliedern gewählt werden. Das ist ja ganz klar. Das können wir nicht einfach so im Handstreich machen. Und um das auch richtig machen zu können, muss ich auch als Landesvorsitzender zurücktreten, weil nur so kann ich ja tatsächlich den Druck wegnehmen. Ich muss ja als Vorsitzender insgesamt zurücktreten. Deswegen habe ich das auch für mich so entschieden. Und da gab es entgegen mancher Berichterstattung überhaupt keine Erwähnung irgendwie in der Fraktion dazu. Also die Fraktion hätte mich dazu bewogen, sowas habe ich gelesen, das ist völliger Quatsch. Es wäre auch eine riesige Anmerkung. Also wenn eine Landtagsfraktion einen Landesvorsitzenden anrät, zurückzutreten als Parteivorsitzender, das wäre schon ein gewaltiger Affront, das hat es auch hier überhaupt nicht gegeben. Das war meine Entscheidung, dass ich das kombiniere miteinander, weil nur so konnte ich den Druck auch nehmen. Dass wohl aus den Kreisverbänden Kritik an meiner Aschermittwochsrede und Druck dafür gesorgt haben könnte oder sollte, zu meinem Schritt, da kann ich Ihnen sagen, das ist völliger Quatsch. Ganz im Gegenteil sogar, ich hatte eine Mitgliederrund-E-Mail vor ungefähr zwei Wochen geschickt, wo ich auch etwas selbstkritisch meine Aschermittwochsrede mal so resümiert habe, die Mitglieder aufgefordert habe, gern mit mir kritisch ins Gespräch zu kommen dazu. Und da habe ich ungefähr im Verhältnis von 9:1 positive Reaktionen erhalten, von verhalten und vielleicht leicht kritisch positiv bis zu euphorisch positiv. Und da gab es wirklich nur 10% davon waren wirklich kritisch zu meiner Rede. Das heißt, das hätte mich eher noch bestärkt in meiner Wahrnehmung. Aber eins ist auch klar, auf der Funktionsträgerebene, je höher die dann ist, je größer waren natürlich auch die Bedenken, vielleicht gar nicht nur wegen meiner Rede, sondern wegen den Auswirkungen, die sie eben haben kann und zu haben scheint, kann ich nachvollziehen und da habe ich meine Konsequenzen auch gezogen. Ich habe mich da tatsächlich verkalkuliert, das gebe ich ehrlich zu, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass an diesem Tag zu Aschermittwoch es in Deutschland Konsens ist, gesellschaftlich, dass da eine gewisse, ich möchte mal jetzt sagen, salopp, Narrenfreiheit existiert, dass da der Politiker Satiriker sein darf und auch über die sonst vielleicht geltende rote Linie schießen darf. Wir haben gemerkt, das ist nicht mehr der Fall in Deutschland. Er gilt zumindest jetzt und für die AfD nicht mehr, dieser gesellschaftliche Konsens. Und da habe ich mich verkalkuliert, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe mir die Kritik aus dem Bundesvorstand natürlich in dem Sinne angenommen, habe das zur Kenntnis genommen. Das hat mich aber nicht allzu sehr berührt, das gebe ich ehrlich zu, weil ich weiß, dass es andere Äußerungen von Funktionsträgern der AfD auf Bundesebene gab in der Vergangenheit, die meine Äußerungen sicherlich in diesem Standort noch übertroffen hatten, wo es keine Sanktionen gab. Und deswegen habe ich das mal mit einem schmunzelnden Augenzwinkern hingenommen. Also diese Abmahnung war keinesfalls für mich der Grund, hier zurückzutreten. Sie erinnern sich, ich habe auch schon mal eine Abmahnung im letzten Jahr erhalten gehabt und die hat mich auch nicht dazu bewogen, zurückzutreten.